Sport, frei, Ski, heil auf den Pisten der Loipe und dem Schanzentisch in Nesselwang geht's wieder rund. Schülerinnen und Schüler bevölkern das beschauliche Örtchen in Süddeutschland und haben wie immer eine ordentliche Portion Motivation im Gepäck. Dass wir Spaß haben, Erfahrung sammeln. Die Hauptsache ist wenigstens, dass wir Spaß haben und wenn wir halt ein paar Fehler machen, dann können wir ja aus den Fehlern ja auch lernen. Winter Wonderland und knackig kühle Minusgrade sind gewünscht, doch glaubt man dem Wetterfrosch, kommen die nächsten Tage eher Frühlingsgefühle auf. Doch keine Sorge, das JTFO, JTFP-Orga-Team hat alles im Griff, auch wenn es beim Langlauf eine kleine Änderung gibt. Leider hat der Regen uns dann am Freitag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nachdem wir einen kleinen Bruder haben, und das heißt Nesselwengle als Ort, haben wir es kurzfristig dahin verlegt. Das Wichtigste, alles findet statt und zur Not wird zusammen für den Wettbewerb geackert. Gemeinsamkeit steht sowieso im Mittelpunkt des größten Schulwettbewerbs der Welt. JTFO heißt nämlich auch JTFP. Beim Langlauf starten auch Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung sowie geistigem Handicap. Nicht nur inklusiv, und klasse, auch spannend. Das hat Nesselwang sich schon ein paar Mal bewiesen in Paralympics. Und ich durfte da schon viele hundert Hände schütteln an den Siegerehrungen. Und die Begeisterung bei den Kindern oder bei den Jugendlichen, die ist da grenzenlos. Das ist eine feine Sache. Auch wieder mit von der Partie die tollkühnen Kids an der Sprungschanze und na klar Ski Alpin mit einem ganz besonderen Highlight, dem Finale unter Flutlicht und vor einmaliger Kulisse mit Après-Ski-Party. Jonas, Erik und Kuno werden bei der Sause auf jeden Fall als Zuschauer dabei sein. Bevor daran zu denken ist, heißt es aber erstmal Zimmer beziehen. Das ist jedes Mal ein Erlebnis wert. Sind immer froh, wenn die Kinder unten heil wieder ankommen. Und wie gesagt, Spaß sollen sie haben. Sie sind natürlich hoch motiviert und möchten ihr Bestes geben. Auf die Bretter, fertig, los und Vollgas. Noch eine Nacht schlafen und dann erwartet uns 3 Tage bester Nachwuchs-Wintersport. Wie gewohnt täglich die schönsten Szenen, größten Emotionen und alle Entscheidungen auf eurem Jugendtrainiert-Sender. Hauptstadtsport TV, reinklicken und sportlich bleiben.